Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Force of Nature mit Captain Schnürschuh. Hallo. So, aber bevor ich an Captain Schnürschuh abgebe, machen wir nochmal Folgendes. Nämlich einmal Konstruktion, auch wenn sie den Wasserbrunnen hier nicht mehr sehen will. Wir stellen hier trotzdem nochmal einen hin, dann ist der schon fertig. Hatte mir offscreen schon mal alles geholt. Und ich schmeiß das kleine Amulett nochmal weg. Denn das große ist fertig. Und jetzt gebe ich ab an Captain Schnürschuh. Und Reagenzgläser sind auch fertig. Sehr schön. Aha. Hier jetzt also, Captain. Mhm. Im Blubberwald. Was hat man hier nochmal gedroppt? Keine Ahnung. Du kannst, denk dran, das sind jetzt 16er, ne? Ja. Okay, irgendwas haben wir schon gedroppt. Einige halten aber gut wenig aus. Die Keule bringt's. Hier geblieben. Was? Ach. Die blauen. Zwei Amethyst haben wir jetzt schon. Ja, war der. Haja. Tja, ich bin immun gegen Gift. Was macht ihr jetzt? Jetzt kriegst du noch einen auf den Schädel hier. Ihr wird nicht abgehauen. So, ich hoffe, du hast auch immer mitgesammelt, weil ich weiß sonst gar nicht mehr, wo was ist. Also ich habe jetzt 4 Stück. Hier ist es, glaube ich, falsch, oder? Wir sind jetzt bei Amethyst-Splitter, aber wir brauchen eigentlich Gegner, die sozusagen Fell droppen. Am besten wäre halt das Eisgebiet gewesen, also das ganz kalte. Im Winterwunderland zum Beispiel. Das wäre, glaube ich, besser gewesen, weil da sind ja auch Bärchen und so, ne? Mhm. Oh, bitterkalt, bitterkalt, bitterkalt. Nur die Brust mal auswechseln? Oh, reicht. Nice. Oh, 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 oh. Ihr haut aber ganz schön rein hier. So. Wir sollten mal vorsichtiger reingehen. Achtung, hinter dir. Ja, ich hab's gerade mitgekriegt. Einfach zu viele. So, Bärchen habe ich. Ah. Der Golem lässt einfach nicht los. Oder nicht locker. Dankeschön. So, Feuerunterstützung. Sag mal, stink ich oder was ist mit dir los? Hä? So, hier hinten nochmal. Okay. Diamantsplitter haben wir jetzt. Oh. Schreckgespenster. Wegmachen, bevor die Golems da sind. Ich helfe. Nein, komm. Komm doch.
Batz. Schön weggelotet. Denk dran, Munition hast du noch in deiner blauen Kiste ordentlich, ne? Weil ich habe auch nur noch 58 Schuss. Ja, ein Doppelpack. Jawoll. Na, das tut weh, Eisgolem, wa? Piu, piu. Die haben aber nicht so gut gedroppt. So, wir haben jetzt 7 Fälle. Reicht das? Nein, wir brauchen knapp 60. Und dazu brauchen wir dann halt auch nochmal ordentlich Diamantsplitter. Davon müssen wir ja 25 jetzt haben. Für? Force of Nature. Also sprich, um das letzte Level zu erreichen. Vorsicht, dein Life! Ich hab dich sterben sehen. Ah, weiße Rosen, die nehmen wir gleich mit. Du brauchst sie nicht wieder züchten. So. Hoppala. Dann darf ich dann an ihre blaue Kiste gehen. Mir gehen die Pfeile aus. Ja. Ups. Ja gut, dann stelle ich sie auf. Das wollte ich eigentlich. So, einmal Muni nachtanken. So, zack. Ich hab. Willst du auch nochmal? Ja. Hast du? Ja. Gut. Kann man abbauen. Und hier kappt dann ihre Kiste. Die Kleiderkiste. Hallo Pingos! Ich krieg mir doch nie tot. Obwohl, jetzt. Ja, dann drehen sie einfach um. Jetzt jagen wir hier die Pinguine durch die Karte, oder was? Ja. Okay. Oh Mann. Und hat er was gedroppt? Nö. Also lohnt sich überhaupt nicht? Nein. Okay. Also Ausdauerverschwendung. Pinguine tötet man nicht. Alles mitnehmen. Du, 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 du. Oh, ich höre schon wieder ein Eisgolem. Oh. Also ich treffe ihn so nicht. Oh, Bärchen, Bärchen, gut. Hoppala. Irgendwie mit der Keule komme ich noch nicht so richtig klar. Weil man dann mal stehen bleiben muss. Mit dem Schwert kannst du dich noch ein bisschen bewegen. So, friss unsere Steinpfeile. Also sie sollen aufhören, Glas zu droppen. Wir brauchen Diamantsplitter. Für Ausdauertränke hast du noch? 49. 49. Oh, passt bei mir genauso. 48.
So, Fell her. Da droppt er nur Fleisch. Schweinepriester. Doch, die haben Federn gedroppt. Pinguine. Ach, die haben Federn gedroppt? Wie viel? 200 Stück? 4. Das war es eigentlich noch nicht mal wert. Aber hier hinten taut alles auf. Ich glaube, wir gehen gerade ins andere Gebiet wieder rein, oder? Level 8? Ha! Easy! Hat er Fell gedroppt? Ich sehe das nicht. Sah so aus. Ja, 17. Wir müssen uns doch wärmen. Hätte man die Hosen nicht herstellen sollen. War ein Fehler. Wir haben es auch die ganze Zeit mit den normalen Hosen geschafft. Ne? Ja. Jetzt fehlen uns die 50 Leder. Also ich laufe immer noch geradeaus, ne? Du musst mir irgendwie eine Richtung geben. Ja, ich suche Mobs, also. Okay. Ich bin hinter dir. So. Oh, schön viele Stöcke. Kohle ist sogar fertig. So, hinein trinken. Ah, ich höre ein Bärchen. Und ein Affe. Ich bin froh, dass wir so krasse Heiltränke haben. Aber es gab Leder. Ja. So, wir sind jetzt bei 22. Noch mehr Gegner. Entschuldigung, ich wollte nicht in den Rücken schießen. Achso, der hat seine Keule fallen gelassen, aber das kann man nicht looten. So. Und den ganzen Holz, was wir jetzt hier eigentlich droppen, dann kann ich den sogar den Wall fertig machen. Das brauchen wir nicht mehr. Wieso nicht? Super Schluss, oder nicht? Naja, ob es kurz vor Schluss ist, aber dann kann man wenigstens sagen, haben wir fertig. Da hinten sind noch welche. Soll doch auch hübsch aussehen. Na, komm schon. Wieder nichts. Verdammt. Upsala. Ladekarte. Fertig geladen. Jetzt wollte ich hier mit der Keule wollte ich zuschlagen.
jetzt habe ich mein Portal magische Kiste gar nicht wieder voll gemacht. Hier hätte man jetzt eigentlich schon wieder ein nächstes Portal hinstellen können. Sonst. Oder habe ich es wieder voll gemacht? Warte mal, ich guck mal kurz. Ne, habe ich nicht. Habe ich leer gelassen. Verdammt. Und hier draußen in der Wildnis werden wir doch keinen Sand und keinen Ton finden und weiße Rosen. Du läufst hier richtig im Kreis, Maus. Tschüss, Gegner. Ich will auch mitkämpfen. Warum aus dem Weg? Blöder Busch mit viel zu viel Reichweite. Fängt meine Pfeile ab. Was macht er denn da drin? Ist ja schlimm. Noch ein Pingu. Mir kommt eine blöde Idee. Was denn? Wenn wir jetzt sowieso die ganzen Splitter so krass farmen müssen, damit es auch für den Zuschauer vielleicht nicht zu langweilig wird, wenn wir uns hier ständig durch alles durchboxen müssten, könnten wir jetzt quasi sagen, dass wir den Respawn... Oh, da war wieder einer. Den Respawn selbstständig auslösen. Ja. Weil irgendwann gehen uns ja so oder so die Gegner aus, ob sie es jetzt gedroppt haben oder nicht. Und wir haben die meisten Sachen ja quasi direkt an den alten Steinen des Force of Nature quasi stehen gelassen. Ja? Dass wir dann sagen, okay gut, wir... Ja, bis auch bei Kaltenhausen. Bei Kaltenhausen müssen wir halt ein bisschen laufen. Ne? Stimmt. Also sprich, von allen drei Portalen am weitesten entfernt. Genau da in der Mitte. Aber ansonsten haben wir ja quasi vor jedem Force ein Portal gebaut, bevor wir angegriffen haben. Denn wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Und dann quasi dann einmal sozusagen eine Rundreise machen. Dann respawnen und dann wieder Rundreise machen. Das müsste deutlich schneller gehen, weil beim Force sind eigentlich immer deutlich mehr Gegner, als wenn wir jetzt hier uns durch die Walachei ballern. Oder so, ja. Das wäre doch eigentlich ein Plan. Wäre zwar ein bisschen Cheating, aber ich sag mal so, das Holz, ja gut, da könnte ich jetzt noch die Mauer mit fertig machen, aber danach war es das. Wir haben alles gebaut, was wir bauen können. Die Tanne darf ich nicht abholzen. Na gut, dann Captain Schnürschuh, ja. Auftrag, bitte zum Portal zurück. Okay. Dann machen wir es nämlich anders. Dann machen wir nächste Folge noch die Molotow-Cocktails und die Mauer fertig mit dem Restholz. Und Ladekarte. Dann müssen wir mal gucken. Machen wir eine Rundreise zwischen den Portalen. Dann dürfte es eigentlich auch passen, weil, wie gesagt, sind ja jetzt nur noch die Stiefel der Geschwindigkeit, die uns fehlen. Die Fäustlinge, würde ich sie mal nennen, fehlen eigentlich noch, die mehr Schaden machen. Hoppala, jetzt habe ich den falschen Trank getrunken. Und naja, der Goldhelm und eine Goldrüstung. Das passt jetzt nicht so. Also von den Rüstungswerten her. Das sind dann auch nur 3 Punkte mehr.
Aber wie gesagt, bei den einigen haben wir ja sind sogar noch Wölfe mit bei. Wölfe mit bei. Tiere mit bei, wie Bären und so. Kann man so machen. Na, dann müssten wir das eigentlich auch zusammenkriegen. Okay, dann ab nach Hause. Oh Gott, das ruckelt. Ah, jetzt nicht mehr. Ah, fertig geladen. Gut, Ausbeute. 5 Diamanten haben wir jetzt. Federn, okay. Gibst du mir erst deins, dann gebe ich dir meins. So nach Motto. Fertig? Ja. So, dann kriegst du meins jetzt. Rosen brauchen wir nicht. Ja, und den Rest muss ich hier wegsortieren. Und wir haben fast kein Gold gekriegt von denen. Schweinerei! Achso, falsche Kiste mittlerweile. Wer hier reingesetzt. Na, ja, packen wir hier erstmal alles rein. Gut. Dann müssten wir jetzt die nächsten nur Federn noch machen. Schon mal fertig. Da fehlen uns jetzt noch ein paar. Den Stoff habe ich auch schon in weiser Voraussicht hergestellt. Für die Handschuhe. Es fehlt halt wirklich nur noch das Fell. 29 haben wir jetzt. Einmal Handschuhe könnte man aber herstellen. Das wäre doch schon mal was. Oder was sagst du? Mhm. Gut, dann entrümpel ich mich jetzt erstmal. Machen wir heute mal eine kürzere Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüss.